Nichts tun. Wo bist du? Du willst doch hier in der Wildnis nicht ganz allein zurückbleiben, oder? Ich bring dich zu deinem Vater. Du willst doch zu deinem Vater, oder? Hey!
Ich kümmere mich um ihn. Und du kümmerst dich um das Mädchen. Keine Sorge. Lass ihn nur nicht entwischen. Es tut mir wirklich leid, Kleines. Aber wir können keine Zeugen gebrauchen. Daddy, bitte hilf mir. Schließ einfach deine Augen. Schließ die Augen, Lea! Nimm die Waffe runter. Du weißt, was passiert, wenn man hier einen Unbewaffneten erschießt. Tun Sie Ihren Job, Sheriff! Den Mund! Verdammt, hören Sie mir zu! Ich bin unschuldig! Ist das einer von denen, die Ihre Frau erschossen haben? Der Letzte. Gut, dass Sie ihn gefunden haben. Ihn nehme ich mit und Sie kommen mit als Zeuge. Bitte nimm sie runter, Chamberlain. Nimm deine Waffe runter. Vor Gericht wird er seine gerechte Strafe erhalten. Nun gut, Chamberlain. Lassen Sie ihn los. Deine Tochter werde ich mir ein anderes Mal holen, Chamberlain. Nein, das wirst du nicht. Dafür werden sie hängen. Entzückend, rustikal. So einen heruntergekommenen Ort habe ich seit Kalkutta 45 nicht mehr gesehen. Das ist richtig, Sir. Aber das gehört zum Charme, ist Teil des Abenteuers. Oh, gut. Es scheint, als hätte jemand mein Geld wahrgenommen. Ich möchte Ihnen vorstellen, Baron Charles Emerson von Yorkshire. Einen guten Tag wünsche ich, Sir. Ich möchte Sie willkommen heißen in Franklin County. Wir bieten Ihnen Komfort und Gastfreundschaft jeglicher Art. Ich bin Major Cordswell und Ihnen stets zu Diensten. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Oh, die Freude ist ganz auf meiner Seite, Sir. Sie sprachen da gerade von Gastfreundlichkeit. Oh ja, wir haben ein Hotel, einen Saloon und ein Bordell mit den entzückendsten Mädchen, die Sie sich nur vorstellen können. Das klingt sehr einladend. Und was ist mit dem Krieg?
Oh, der Krieg kommt uns nicht so nah. Sie haben nichts zu befürchten. Oh, ich habe keine Angst vor dem Krieg. Eher habe ich Ehrfurcht. Aber zuerst die wichtigen Sachen, Major. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Offenheit, aber Ihr Hut gefällt mir sehr. Mein Hut? In der Tat. Und wenn ich mich Ihrer Kultur und Ihren Bräuchen anpassen möchte, dann brauche ich Ihren Hut. Also, ich möchte ehrlich zu Ihnen sein, Baron. Mit diesem Geld können Sie sich 10 Hüte leisten. Wir haben ein exklusives Geschäft in der Stadt, das Hüte verkauft. Nun, ich brauche keine 10 Hüte. Ich benötige nur einen, Ihren Hut, um genau zu sein. Nun, mit Vergnügen. Gibt es sonst noch etwas, was ich für Sie tun kann? Nun ja, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Ihr Sheriff erst kürzlich einen Ganoven festgenommen hat. Oh ja, wir sind sehr stolz darauf, dass unser Sheriff diesen Schurken festgenommen hat. Wir hängen diesen verdammten Schurken schon morgen. Ich kann Ihnen einen Platz bei der Hinrichtung besorgen. Oh, einfache Unterhaltung für gute, einfache Leute. Mr. Chamberlain behauptet, dass er diese Männer aus Notwehr erschossen hat. Dafür gibt es keinerlei Beweis. Diese Männer wurden kaltblütig umgebracht. Ziemlich offensichtlich, wenn Sie mich fragen. Jetzt weiß ich, wieso man das hier den Wilden Westen nennt. Der Westen ist berüchtigt für seine Gesetzlosen, aber nicht hier bei uns im Franklin County. Wir werden ein Exempel statuieren an Mr. Chamberlain. Ich bin mir sicher, dass selten weisere Worte ausgesprochen wurden, guter Mann. Und jetzt, wo geht's zum Hotel? Also, genau hier entlang. Aber Ihr chinesischer Begleiter muss auf der Straße auf Sie warten. Natürlich. Schatz. Ich bin hier, um Ihnen Folgendes mitzuteilen, Mr. Chamberlain. Gemäß den Gesetzen dieses Staates, welcher Sie des Mordes anklagt, wird Ihre Tochter in die Obhut unseres Waisenhauses übergeben. Nein, nein, Sie können mir nicht meine Tochter nehmen, bitte. Ihre Hinrichtung ist für morgen angesetzt, Mr. Chamberlain. Sie erwartet ein fairer Prozess, was man von Ihren Opfern nicht behaupten kann. Diese Männer haben meine Frau umgebracht und wollten auch meine Tochter töten. Der Sheriff glaubt Ihnen nicht, die Jury glaubt Ihnen nicht und der Richter glaubt Ihnen auch nicht. Und selbst wenn ich Ihnen glaube, ändert es nichts mehr. Mir wurde aufgetragen, Sie in Kenntnis zu setzen, was ich hiermit getan habe. Sag leb wohl zu deinem Vaterkind. Daddy, ich will bei dir bleiben. Als Mami in den Himmel gefahren ist, hast du mir versprochen, dass wir immer zusammenbleiben. Wir müssen jetzt gehen. Nein, halt, warten Sie! Nein, es hinauszuzögern ist sinnlos. Daddy, ich will bei dir bleiben. Dir wird nichts passieren. Das verspreche ich. Ich liebe dich so sehr. Das reicht jetzt. Komm mit. Guten Tag, Sir. Ich präsentiere Baron Charles Emerson von Yorkshire. Es ist immer wieder eine Freude, auf einen Gesetzeshüter zu treffen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Von all den Ländern, die ich schon bereiste, muss ich feststellen, dass mich der Wilde Westen am meisten fasziniert. Revolverhelden und Grizzlybären. Hier leben wilde Indianer und sie haben neue Landesgrenzen.
Sie haben diese Lust nach Gold, Frauen und nach Whisky. Und nicht zu vergessen, diese vulgäre Gesetzlosigkeit. Und genau das, mein lieber Freund, bringt mich heute zu Ihnen. Sie sind wegen der Gesetzeslosigkeit hier? Nein, nein. Ich suche nach einem Gesetzlosen. Und wenn ich es richtig verstand, haben Sie momentan so einen in Ihrer Verwahrung. Ein wirklich fieser Hund, richtig? Er ist eine Bestie. So viel kann ich sagen. Ist er gefährlich? Ganz richtig. Er hat 4 Männer getötet. 2 von denen hat er mit bloßen Händen umgebracht. Sie können ihn sehen für ein bisschen Kleingeld. Oder Sie warten bis morgen, dann können Sie ihn umsonst schwingen sehen. Ah, Sie sind ein Geschäftsmann und rein zufällig möchte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten. Ein sehr lukratives, wie ich meine. Ein Wovon genau reden Sie? Ich möchte Ihnen Geld anbieten. Sie wollen mich bezahlen? Für was? Ich möchte Ihnen $500 bezahlen. 500? Alles, was Sie tun müssen, ist, sich für ein paar Minuten umzudrehen. Mich umdrehen? Weshalb? Ihr Gefangener, ich brauche ihn. Ich soll Ihnen den Häftling aushändigen? Nein, nein, nein. Sie sollen sich einfach nur umdrehen und daran denken, was Sie alles mit dem Geld anstellen können. Um den Gefangenen kümmere ich mich selber. Aber er soll morgen gehängt werden. Und ich verliere meinen Job. Und wie viel genau verdienen Sie in diesem Job? $2 die Woche. Also, ich würde Ihnen beileibe 5 Jahresgehälter auf einmal auszahlen. Und dafür müssen Sie nur 2 Minuten die Augen schließen. Das ist eine ordentliche Gehaltserhöhung. Aber dann werde ich meinen Stern verlieren. Sie können behaupten, tapfer und beherzt gegen uns gekämpft zu haben. Wir werden nichts verraten und man wird Sie später als Held feiern. Sie denken wirklich, die Leute glauben, dass ich Beaufort Wallace von einem Chinesen und einem dahergekommenen alten Mann aufs Kreuz hat legen lassen? Das wird sich kaum jemand vorstellen können. Mister. Ich präsentiere Baron Charles... Das ist nicht nötig, mein Junge. Er und ich werden uns ebenbürtig unterhalten. Wie geht es Ihnen, Mr. Chamberlain? Mein Name ist Charles. Ich habe einen langen Weg auf mich genommen, nur um Sie zu treffen. Ein sehr beeindruckendes Exemplar. Finden Sie nicht auch? Nein, Sir, nicht für mich. Ach, kommen Sie schon, seien Sie nicht unhöflich. Sehen Sie nicht das Wilde in seinen Augen, wie bei einem Löwen? Ich jagte einmal ein großes männliches Exemplar in der Serengeti in jungen Jahren. Er war schnell und stark, wir waren sozusagen auf Augenhöhe, der Löwe und ich. Leider war er ein recht einfaches Opfer. Ich bin... sehr neugierig herauszufinden, ob Sie sich besser anstellen. Ich kann in Ihren Augen erkennen, dass Sie einen Fluchtversuch planen und weder mich noch meinen treuen Begleiter dabei verschonen würden.
Oh, ich bewundere Sie. Das bestätigt nur meine Intention, warum ich mich so sehr um Sie bemüht habe. Ich kann Ihnen versichern, dass eine Flucht absolut unnötig ist, solange Sie mich jetzt und hier aussprechen lassen. Ich und mein Begleiter werden Sie von Ihren Ketten befreien und Sie hier herausholen. Was sagen Sie? Ah, also verstehen Sie mich ja doch. Mein Freund, ich bin ein Jäger und ich habe schon alle denkbaren Bestien dieser Welt erlegt. Löwen, Elefanten, Panther, Kodiakbären, alle jene habe ich gejagt. Und leider waren sie stets leichte Beute. Niemals konnte ich die Erfahrung meiner eigenen Sterblichkeit erleben. Also unternahm ich den nächsten Schritt. Ich begann mit der Menschenjagd. Nicht irgendwelche Menschen, wo denken Sie hin? Nein, ich jagte die größten Krieger der Welt. Einen mächtigen Maori in Neuseeland. Einen grimmigen Sikh in der drückenden Hitze des Punjab. Sogar mehrere Zulu in der Prärie von Südafrika. Darf ich Ihnen was zeigen? Dies hier wurde mir von einem Samurai geschenkt. Sie wissen doch, was ein Samurai ist. Ein Samurai ist einer der bestausgebildetsten Krieger auf der Welt. Sehr gut trainiert, hochqualifiziert, teuflisch klug und schnell. Der, den ich jagen durfte, hätte mich fast erwischt. Es war ein wunderschöner und blutiger Kampf bis zum Tode. Aber wie Sie sehen können, bin ich derjenige, der den Kampf zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Ich habe fast die ganze Welt bereist, nur um die besten Krieger dieser Erde herauszufordern. Und jetzt befinde ich mich hier mit Ihnen, dem gefährlichsten Desperado aus dem Wilden Westen, der Menschen mit seinen bloßen Händen töten kann. Kommt es mir nur so vor, oder ist die Luft hier oben eindeutig frischer?
Ich empfinde das anders, Sir. Ah, ich habe hier gerade eine Inspiration bekommen, Kowloon. Und was für eine? Wir sollten uns nach diesem Abenteuer auf den Weg nach Nepal begeben. Die Berge dort sind viel mächtiger als diese hier. Genauer zum Beispiel die Bergkette Kanchenjunga. Das klingt nach einem hervorragenden Jagdgebiet. Wenn Sie das sagen, Sir. Ich weiß es. Wie ich's vorher sagte, er nimmt den nördlichen Pass und nicht den südlichen, wobei ich den für wesentlich einfacher halte. Das bedeutet, er weiß, was auf ihn zukommt und beginnt taktisch zu denken, um mich zu verwirren. Was für ein Auftakt für die Jagd. Es geht los, Kowloon, nicht trödeln! Sehen Sie, er denkt, dass mein Geschenk eine Falle darstellen könnte. Aber er kennt mich auch nicht. Er denkt, es geht mir nur um das Töten, aber so ist es nicht. Hier geht es um die Jagd. Ich bin immer fair zu meiner Beute. Geduld hingegen habe ich nicht. Das war nur ein Warnschuss, mein lieber Mr. Chamberlain. Aber jetzt wird es ernst. Mich treffen können, wenn ich nicht gewusst hätte, was für eine Reichweite Ihre Waffe haben wird. Warum denken Sie, halte ich mich so zurück? Wie auch immer, auch ich bin mir über die Reichweite meines Gewehres bestens bewusst. Die Jagd gestaltet sich sehr interessant, denn genau darum geht es ja. Zwei Kontrahenten auf Augenhöhe. Kowloon, ich wechsle zum Revolver. Ich möchte nicht im Vorteil sein. Thank you.
Sie in Deckung, Kaulon. Ich zählte 6, Mr. Chamberlain. Sie haben keine Munition mehr. Ich aber schon. Kaulon! Das war überaus schnell. Jetzt geben Sie mir mein Gewehr. Und bitte laden Sie den hier nach. Thank you.
Nichts fühlt sich besser an, als der Grund, überhaupt am Leben zu sein. Und es gibt nichts Schöneres, als zu jagen. Das bemerkten Sie bereits, Sir. Ist Ihnen das aufgefallen? Diese Spuren führen gezielt in eine Richtung. In der Regel geschieht so etwas, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Könnte es sein, dass er sich hier bestens auskennt? Die Möglichkeit besteht. Schließlich sind wir noch in der Nähe der Stadt. Davon ausgehen, Carlon. Für wen stehen die Chancen besser? Ich setze stets auf Sie, Sir. Sehr gute Einschätzung, aber hier geht es nicht um ein Spiel. Hier geht es um Ausbildung. Beobachten Sie aufmerksam. Vielleicht kommt Ihnen das irgendwann einmal zugute. Nun, wir wollen weiter. Bedauerlicherweise hinterlässt das Alter Spuren. Aber noch ist es nicht vorbei. Wir trennen uns. Ich folge weiterhin seinen Spuren. Und Sie schneiden ihm vom Norden den Weg ab. Er ist sicher auch erschöpft. Finden Sie ihn. Schießen Sie hiermit in die Luft. Doch er gehört mir. Nicht vergessen. Pistolen sind für Frauen und Alte, nicht für uns. Wissen Sie, wie man kämpft? Ja, das tue ich. Sie mögen keine Waffen. Nein, die sind für Feiglinge. Hat Ihr Volk nicht das Schießpulver erfunden? Der Baron hält viel von ihren Fähigkeiten. Ich nicht. Ah!
Ich gehe nicht freundlich mit Fremden um. Und jetzt nehmen Sie die Hände hoch. Ah! Kowloon! Oh nein! Bitte seien Sie nicht tot, sonst kann ich Ihnen nicht mehr vergeben. Was wollen Sie mir vergeben? Zu sterben, bevor Sie wahrlich gelebt haben, mein Freund. Ich habe Chamberlain getroffen. Er wollte verschwinden, aber ich hielt ihn fest. Sie sind spät dran, Sir. Ich bitte um Entschuldigung. Ich verlor seine Spuren aus den Augen. Haben Sie gekämpft? Ja. Und jetzt ist er tot, obwohl ich ausdrücklich verlangte, dies selbst zu erledigen? Er ist am Leben und unverletzt, Sir. Wie ist denn das möglich? Er hat getrickst und mit einem Stein geworfen. Einem Stein? Wir sind doch hier nicht beim Cricket. Aber das erklärt Ihre Beschwerden. Und es erklärt Ihren Fehler. Mein Fehler? So ist es. Sie dachten, gegen einen zivilisierten Menschen zu kämpfen, nicht gegen einen Barbaren, der sich seiner eigenen Regeln bedient. Aber jetzt wissen wir, ist eindeutig besser. Vielleicht können Sie ihm ja eines Tages dafür danken. Man lernt mehr aus Fehlern als aus Erfolgen. Sie sind ab jetzt viel gefährlicher, klüger und stärker. Haben Sie verstanden? Ich denke schon. Gut. Nun, da Sie am Leben und unversehrt sind, werden wir hier unser Nachtlager errichten. Und wir jagen morgen weiter. Ernsthaft. Wissen Sie, wir bekommen hier nicht oft Besuch. Wir? Ich meinte, ich bekomme keinen Besuch. Sind Sie allein? Nein, ich habe meinen Freund, Winchester. Oh, ich habe Ihre Waffe. Sie hatten eh keine Munition mehr, also... Hm.
Gibt es hier keine Männer? Der Krieg nahm mir meinen Bruder und meinen Vater. Ehemann? Den hat sich der Krieg nicht geholt. Er ging einfach so. Und gibt es Kinder? Nicht, dass sie das was anginge. Aber nein. Deshalb hat mich mein Mann verlassen. Das tut mir leid für Sie. Das muss es nicht. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Und was machen Sie hier, mitten im Nirgendwo? Sind Sie ein Gesetzloser? Etwas Schlimmeres. Womit kann ich Ihnen helfen? Wasser. Kowloon, man darf sich nie eine Gelegenheit entgehen lassen, so etwas Schönes zu bewundern. Aber Sir, die Jagd. Wenn wir so etwas Einzigartiges ohne Wertschätzung dahinziehen ließen, wären wir einfach nur freudlos. Wir sind nicht nur für die Jagd hier. Wäre dem so, wären wir Tiere. Die Jagd stellt uns darüber. Durch die Herausforderung unseres Gegners verbessern wir unser eigenes Ich. Freude erleben und genießen gehört auch zu diesem Prozess. Ich verstehe es. Wie dem auch sei, haben Sie diesen vorzüglichen Whisky aus Schottland mit eingepackt? Ja, Sir. Was beweist uns dieser Whisky? Dass sogar die Schotten nicht komplett nutzlos sind? Du lernst ständig dazu. Und nun sei so gut und schenk mir einen kleinen Ei. Frühstück? Danke. Das sind gute Werkzeuge. Ja, mein Vater war Hufschmied. Können Sie damit umgehen? Mein Großvater hat es mir beigebracht. Wirklich schade, dass sie keiner mehr nutzt. Es ist sehr schön hier.
Da haben Sie recht. Sie könnten doch ein paar Tage hier bleiben, nur bis Sie wieder zu Kräften gekommen sind. Ich wünschte wirklich, ich könnte das. Wartet da jemand auf Sie? Ja, Ma'am. Jemand Besonderes? Ja, Ma'am. Ich hatte gedacht, Sie könnten noch etwas Zeit gebrauchen. Ich bin schon so lange Zeit allein, aber es stört mich nicht. Ja. Oh, Ihre Pistole. Ich war so frei und habe sie für Sie geladen. Also, nehmen Sie sie. Da hinten ist er. Bitte ab jetzt keine Fehler mehr auf unserer Jagd. So wie mir scheint, möchte sich unser lieber Mr. Chamberlain jetzt ergeben. Da habe ich diesen Westernhelden offenbar falsch eingeschätzt. So erging es mir auch. Bleiben Sie stehen! Mutmaße ich richtig, dass Sie sich aufgrund meiner Fähigkeiten und Hartnäckigkeit ergeben wollen? Niemals. Was zur Hölle soll das dann werden? Auch mein Gefühl für Fairness hat mal ein Ende.
Dann beenden wir das Ganze. Jetzt. Ich verstehe. Und darf ich fragen, wie genau Sie sich das vorgestellt haben? Sie und ich. Mann gegen Mann. Pistolen. Bis zum Tod. Ein Duell? Kowloon, diese Jagd übersteigt wirklich bei weitem meine Erwartungen. Wie lauten die Wildwestregeln? Ziehen Sie Ihre Waffe schnell und zielen Sie gut. Das klingt einfach. Nun gut, ich nehme Ihre Herausforderung mit großer Freude an. Vorab würde ich Sie höflichst darum bitten wollen, mich darauf vorbereiten zu können. Ich bewundere ihn, Kowloon. Und das so sehr, dass ich ihn jetzt leider auf der Stelle umbringen muss. Exzellent. Geh in Deckung, Kowloon. Es sollte nicht sehr lange dauern. Scheint, wurde ich besiegt, Kowloon. Aber sei nicht verzweifelt, denn ich habe mein Leben gelebt. Das habe ich wahrlich getan. Was soll ich jetzt nur machen? Keine Sorge. Du hast viel gelernt. Und ich war immer sehr gut vorbereitet. In meiner Tasche findest du mein Testament. Ich hinterlasse dir mein gesamtes Vermögen. Sei sorgsam und prüfe dich selbst jeden Tag. Lass nie eine Chance verstreichen. Bitte, Baron, gehen Sie nicht. Mein treuer Begleiter. Jetzt breche ich zu einem anderen Abenteuer auf. Dem größten von allen. Also, sind alle da? Buford, wo ist der Sheriff? Er wurde zu einem Gerichtsurteil vorgeladen. Weiß er, dass du ein paar Männer zusammengetrommelt hast? Er hat mir die Verantwortung übertragen, oder? Es wird nur merkwürdig, dir die Verantwortung zu überlassen, wenn dir Chamberlain abhanden kam. Er ist mir nicht abhanden gekommen. Seine Jungs kamen und haben ihn mitgenommen. Ich mach das hier nicht zum Spaß, ich will Geld sehen. Du bekommst dein Geld. Aber vergiss nicht, dass ich drüber hinwegsehe, dass du ein Deserteur bist. Hast du mich verstanden? Du warst ziemlich nervös, als du mich gestern Mittag mit meinem Stern gesehen hast. Im Übrigen weiß ich über jeden von euch etwas Unerfreuliches. Möchte vielleicht noch jemand was loswerden? Das habe ich mir gedacht. Also, wie ist der Plan? Chamberlain wird versuchen, hier klammheimlich reinzuschleichen, um mit seiner Tochter zu verschwinden, bevor wir etwas bemerken. Da kommt Mrs. Herbeshaw von unserem Waisenhaus.
Das Kind ist unser Köder. Ist es nicht Sünde, das Kind eines Mannes als Köder zu benutzen? Und ist es nicht Sünde, unschuldige Männer zu erschießen? Chamberlain wird wegen Mordes gesucht. Mr. Wallace, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie dieses Kind hier als Köder benutzen wollen? Das habe ich nur so dahingesagt. Das will ich hoffen. Haben die Männer getrunken? Nicht mehr als jeder andere, der sein Leben für alle aufs Spiel setzt. Betrunken und auf der Suche nach Schießereien. Die Straßen wurden abgesperrt. Sie sollten jetzt nicht mehr hier draußen sein. Sie haben scheinbar vergessen, dass Sie mich hierher bestellt haben. Habe ich das? Warum gehen Sie nicht ins Büro und warten dort? Gehen Sie hinten rum, dann trifft Sie auch kein Querschläger. Nun gehen Sie schon. Du weißt, warum ich hier bin. Oh, ich weiß eine Menge Dinge. Leg dich nicht mit mir an, Buford. Ich will meine Tochter. Und ich werde sie hier wegholen. Niemand muss sterben. Ich weiß, die Männer gehören zu dir. Solltet ihr euch mir in den Weg stellen, wird Gott mein Zeuge sein, wenn ich jeden einzelnen von euch töte. Entscheidest du dich, Buford? Nur noch du und ich. Dad! Du
Wer ist das? Ein Armeedeserteur. Wurde gestern eingesperrt. Das stimmt nicht. Das ist der gesuchte Chamberlain. Du hast ihn bekommen. Er schoss deine Leute, aber du hast ihn bekommen. Ich war es. Aber was ist mit... Meinen Glückwunsch, Deputy. So wie es aussieht, sind Sie der Held des Tages. Aber nicht für jeden. Vielleicht bekommst du eine Belohnung. Aber du solltest ihn begraben, bevor der Sheriff zurück ist. Du schaffst das alleine, oder? Daddy? Wer ist das? Ist das die besondere Person, von der Sie mir erzählten? Ja, das ist meine Tochter Leah. Schön, dich kennenzulernen. Finde ich auch. Ich habe mich gefragt, ob Sie einen Hufschmied gebrauchen können. Das ist aber keine vorübergehende Anstellung. Thank you.
Something better than this. There's something better.